Hallo, unser Thema ist heute: Wann hat man das Klebeband erfunden? Das kannst du aber jederzeit im Lexikon nachschlagen. Das Schwierigste ist aber, wie man die Jahreszahlen richtig lesen soll. Scheint einfach zu sein, oder? Naja, die Länge der Zahlenwörter kann manche wirklich erschrecken. Also, weißt du nicht, wie man richtig die Jahreszahlen lesen soll? Dann schau mal zu. Das ist so einfach. Zuerst teilen wir diese Zahl. Keine Angst. Bei Jahreszahlen gibt man die ersten zwei Zahlen als Kardinalzahlen an. Zuerst 19 und dann das Wort 100. Merke, 19 mal 100 ist doch 1900. Erst dann kommen die letzten zwei Zahlen als Kardinalzahlen dazu. Du sollst alle Zahlen klein und zusammenschreiben. Bei uns ist das die 1. Alle Jahreszahlen ab dem Jahr 1100 bis zur Jahreszahl 1999 werden als Hunderter gesprochen. Einfach, nicht wahr? Also, noch einmal. Schau genau zu. Aber was mit den Jahreszahlen ab 2000? Also, das ist schon kein Problem mehr. Man fasst die Jahreszahlen ab 2000 in Tausender zusammen. Das heißt, ab der Jahreszahl 2000 sagt man die ganze vierstellige Zahl als Kardinalzahl. So, zum Beispiel 2019. Wir lesen die Zahl ganz normal wie jede andere Zahl. Und jetzt du allein. Lies die Jahreszahlen vor. Bravo, gut gemacht. Wann wurde der Dübel erfunden? Der Dübel wurde im Jahre 1957 erfunden. Toll, prima. Weiter so. Felix Hoffmann hat Aspirin erfunden. Und wann war das? Felix Hoffmann hat Aspirin im Jahre 1897 erfunden. Super, du hast es geschafft. Weitere Aufgaben zum Thema findest du auch unter dem Stichwort Deutsche Jahreszahlen GmbTV auf kahoot.edquizet.com. Viel Spaß!